Hallo und herzlich willkommen im Wald. Erstens, im Laufe dieses Videos wird es dunkel werden und dann habe ich hier meine großartige Dosenlampe für später. Mal gucken, ob die funktioniert, da bin ich gespannt. Und zweitens, es liegt Schnee und mir ist kalt, aber das macht nichts, ich friere ja gerne für euch. Und drittens ist gerade mein iPad in den Schnee gefallen und viertens ist mein Feuerzeug auch gerade in den Schnee gefallen und damit kann ich jetzt loslegen. So, folgendes Thema dieses Videos ist der Waldzustandsbericht. Den gibt es jetzt seit 20 Jahren und früher hieß er Waldschadensbericht. Und wenn ihr in so ein Ding mal reingeguckt habt, dann werdet ihr je nach Bundesland, wo ihr reingeguckt habt und je nach Variante des Berichtes, in den ihr reingeguckt habt, die einzelnen Bundesländer haben jeweils einen eigenen. Es gibt auch immer einen deutschlandweiten zusammenfassenden. Die Berichte an sich sind ganz okay. Das Problem ist, da steckt immer so ein bisschen Politik drin, weil das sind immer so Dinge, die von dem entsprechenden Ministerium ja mit auf den Weg gegeben werden. Und ein Ministerium ist immer, je nachdem, wer da gerade die politische Power hat, immer auch ein politischer Spieler. Und als politischer Spieler haben die immer irgendeine Intention. Wann immer ein Ministerium, welches auch immer irgendeinen Zettel herausgibt, dann will es natürlich auch die Bevölkerung informieren, das will ich denen jetzt schon mal unterstellen, aber sie haben auch immer irgendein politisches Ziel, weil sie ja auch immer irgendwie einer Partei angehören, die ja immer irgendwie auch an der Macht bleiben möchte. Und das ist relativ schön ersichtlich beim Waldschadensbericht, denn dieser ist, um das mal vorwegzunehmen, ein bisschen getrimmt. Noch im Rahmen, also nicht schlimm illegal oder wahnsinnig verschwörungstheoriemäßig, aber er ist schon ein bisschen getrimmt in Richtung, dem Wald geht scheiße. Eine nüchterne forstwissenschaftliche Betrachtungsweise, gerade eine sehr wissenschaftliche Betrachtungsweise, wäre dann eher, wissen wir nicht. Wir können jetzt bloß ein paar Zahlen nennen, ohne eine wirkliche Vergleichsmöglichkeit zu haben und können nur sagen, dass sich der Zustand des Waldes über die letzten 20 Jahre tendenziell etwas verschlechtert hat, wenn man da eine Ausgleichsgerade durchlegt, durch die entsprechenden Zahlenwerte. Das allein ist natürlich bedenklich und ich möchte nochmal betonen, wenn ich jetzt den den Waldzustandsbericht auseinandernehme ein wenig, das Ding hat schon so seine Berechtigung, ist also jetzt nicht eine völlig unnötige Verschwendung von Steuergeldern, dass der jedes Jahr angefertigt wird, das nun wirklich überhaupt nicht. Man kann auch gewisse Trends eben daraus ablesen, aber... Und das ist der Knackpunkt, uns fehlt die Vergleichsmöglichkeit, denn bei jeder wissenschaftlichen Arbeit, bei jeder empirisch untersuchenden wissenschaftlichen Arbeit braucht man immer ein Objekt, das man untersucht und ein Vergleichsobjekt, sozusagen eine Nullfläche, eine Fläche, die, an der nichts gemacht wurde. Wenn man jetzt zum Beispiel den Einfluss von allem auf den Zustand des Waldes untersuchen möchte, müsste man nebendran einen Wald haben, der nicht unter Einfluss von allem steht, damit man überhaupt vergleichen kann, okay, unser Einfluss von allem Wald, dem geht schlechter als dem Wald, den wir unter der Käseglocke und unter Laborbedingungen hermetisch abgeriegelt haben, der nur die natürlichen Bedingungen abbekommt und keine Einflussfaktoren, die unter Umständen menschgemacht sind. Soll heißen, wenn wir jetzt also diese Schlagzeile aus den Medien nehmen, die man da schon seit mehreren Jahren ungefähr mehr oder weniger so, jedes Jahr, wenn der Waldzustandsbericht rauskommt, lesen kann, die da lautet, dass eben 3/4 der Bäume im deutschen Wald krank sind, beziehungsweise nur 1/4 der Bäume im deutschen Wald wirklich gesund ist, dann ist die erste Frage, die man, wenn man ein bisschen nachdenkt, sich stellen muss, okay, und wie wäre das jetzt natürlich? Ist es überhaupt normal, dass 100% des Waldes gesund sind? Geht es also unserem Wald jetzt schlechter als eigentlich üblich? Das Problem beim Waldschadensbericht ist nämlich, den gibt es jetzt zwar seit einer Weile und der Trend geht auch definitiv in Richtung, dem Wald geht es immer schlechter, also wenn man da so eine Ausgleichsgerade reinlegt, so tendenziell. In letzter Zeit war es dann wieder ein bisschen besser, dann ist es mal wieder ein bisschen schlechter und da kann man auch viel tricksen mit der Statistik und so weiter und so fort, aber es gibt schon so eine Tendenz in Richtung, es wird schlechter. Da vermutet man, dass das wahrscheinlich am Klimawandel liegen mag, aber das ist auch wirklich nur eine Vermutung, man kann es halt eben nicht beweisen.
Aber jetzt erstmal, was ist jetzt denn genau dieser Waldschadens? Waldzustandsbericht. Irgendwann schaffe ich es heute nochmal, das Ding gleich Waldzustandsbericht zu nennen. Das ist so, dass da ein Haufen Wissenschaftler und Datenerheber, also technische Mitarbeiter, in den Wald rennen an bestimmte Punkte, die man durch ein Stichprobenverfahren ausgewählt hat. Daran ist auch nichts auszusetzen, das funktioniert alles wunderbar. Und dort mehr oder weniger immer die gleichen Flecken jedes Jahr aufsuchen und dort jeweils den Waldzustand jedes Jahr vergleichen. Auch mit dem Vorjahr und gucken, wie vital sind die Bäume, wie gut geht's denen, wie sehr strotzen die vor Leben. Und das kann man machen, indem man einfach mal einen Baum hochguckt, dann ein geschultes Auge besitzt und feststellt, okay, der Baum hat jetzt circa 25% Nadelverlust im Vergleich zu Optimum. Und dann geht man halt los und trägt das überall ein und sammelt überall die Daten, guckt sich halt jeden Baum an und am Ende geht man dann aus dem Wald raus und kann dann sagen, okay, von den Eichen haben jetzt meinetwegen 50% einen Nadelverlust von 47% und 15% Nadelverlust von 65% und nur 10% haben Nadelverlust von 3%. Entschuldigung, ich sage jetzt, das ist Nadelverlust. Ich meine natürlich Laub. Also im Fall von Eiche sind es natürlich keine Nadeln. Also ihr könnt es euch ungefähr ausrechnen. Man kriegt halt am Ende einen Durchschnittswert und kommt dann so halt eben für die jeweilige Baumart auf folgende Verteilung, die ich euch auch gleich nochmal einblenden werde, damit ihr sie besser sehen könnt. Ich halte sie jetzt nur einmal ganz kurz in die Kamera und wie gesagt, dann kriegt ihr sie gleich eingeblendet. Das ist genommen aus, bevor mich hier jemand verklagt, dem, ja, ich schreibe es euch einfach unten hin, das ist auf jeden Fall sicherer, als man sagt. Hab das jedenfalls aus so einem offiziellen Waldzustandsbericht des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entnommen. Und wenn ihr euch diese Grafik jetzt einfach mal so anschaut, die inzwischen eingeblendet sein sollte, werdet ihr feststellen, dass man eben festgestellt hat, dass über alle Baumarten und Altersbereiche tatsächlich ungefähr die Hälfte der Bäume eine schwache Kronenverlichtung aufweisen, also dieser gelbe Bereich, und ungefähr ein Viertel der Bäume sogar eine deutliche Kronenverlichtung und nur in Anführungszeichen 28% der Bäume sind gesund und haben keine Kronenverlichtung. Das klingt ja jetzt, wie gesagt, eben am Anfang erstmal, und so steht es dann natürlich auch in der Zeitung und sonst wo, so ein bisschen als Hiobsbotschaft, oh furchtbar, dem Wald geht es ja furchtbar scheiße, wir haben ja nur ein Viertel gesunde Bäume, das ist ja grauenhaft. So würde ich das am Anfang auch interpretieren, wenn dann nicht die große Kritik am gesamten Waldschadensbericht wäre, dass der eben nicht diese Vergleichsmöglichkeit hat. Also, Hauptkritikpunkt eben Nummer 1 an dem Ding ist, wir wissen nicht, wie gesund sämtliche Bäume wären, wenn es überhaupt keinen menschgemachten Einfluss auf den Wald gäbe. Soll heißen, wir können nicht unterscheiden, ob die Werte, die wir jetzt messen, die besagen, dass die meisten Bäume, 75% davon, eben nicht absolut gesund sind, in dieser Art der Darstellung, wohlgemerkt, in dieser Art der Darstellung, da gibt es nämlich noch eine andere Art der Darstellung, dazu kommen wir dann später auch noch, jedenfalls wissen wir nicht, wie das überhaupt wäre, wenn es den Mensch gar nicht gäbe. Wir haben keinen Urwald vor tausend Jahren untersucht und haben deshalb auch keine Vergleichsmöglichkeit, um festzustellen, wie ist denn das überhaupt in einem Urwald? Was für eine Kronenverlichtung ist denn normal? Ist normal wirklich 100%, also 100% Laub an der Krone? Ist das in einem gesunden, natürlichen Waldökosystem so? Das wissen wir halt eben nicht. Wir wissen es von anderen Waldökosystemen, wie zum Beispiel den Tropen, wie es da aussieht und so weiter, die halt noch etwas haben, was man weitestgehend als Urwald definieren kann. Wir haben aber keine Vergleichsmöglichkeit für den mitteleuropäischen Wald. Wir haben diese Vergleichsmöglichkeit allein deswegen schon nicht, weil selbst das bisschen Urwald, was wir im mitteleuropäischen Raum noch haben, so mehr oder weniger Urwald, in Polen gibt es das und in Tschechien gibt es da noch so ein paar Fleckchen, die wirklich so richtig, richtig, richtig urwaldig sind, soweit das überhaupt noch geht. Aber selbst die haben zum Beispiel die Schwefeldioxid-Emissionen mitbekommen, die in den 70er und 80er Jahren so wahnsinnig als saurer Regen runtergekommen sind. Also auch da sind die Bäume auf jeden Fall in irgendeiner Form beeinflusst worden und werden es jetzt auch noch durch Klimawandel. Ich weiß, es gibt ein paar Verschwörungstheoretiker von euch, die an den in der Form, wie er publiziert wird, nicht glauben.
das soll mir in diesem Moment jetzt erstmal völlig egal sein, aber der spielt eine Rolle, sage ich jetzt mal, und eben diese Schäden durch sauer Regen und so weiter und so fort, die halt eben auch menschverursacht sind durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern und dann halt eben jede Menge Gift in die Atmosphäre pumpen. Das kommt auch auf so einen Urwald runter. Wir haben also kein Stückchen Wald mehr, der als Referenzfläche funktionieren könnte. Und möglicherweise ist es in einem normalen Wald, in Anführungszeichen, einem Urwald, einem natürlichen Waldökosystem, das von Menschen eben nicht beeinflusst ist, ja so, dass nur 25% Bäume mit null oder nahezu null Kronenverlichtung, also keine Schädigung, geht von 0 bis 10% Kronenverlichtung aus. Also in dem Bereich zählt es als kein Schaden, nach der Definition, die irgendjemand mal für diesen Waldschadensbericht aufgestellt hat. An dieser Stelle, das ist auch nur eine menschgemachte Definition. Ja, es gibt keine biologische Grundlage, also keine wirkliche biologische Grundlage, an der das festgemacht ist. Das hat man sich irgendwann mal darauf geeinigt, dass man eben diese Grenzen so nimmt. Es gibt keine riesigen experimentellen Versuche, wo man mal getestet hat, wie sehr ist denn ein Baum, der meinetwegen 10% Nadelverluste hat, in allem einem Baum überlegen, der 25% Nadelverluste hat oder sowas. Also man kann das so einfach nicht ausdrücken, diese Grenzen. Wo ist jetzt der schwere Schaden und wo ist der nicht so schwere Schaden? So grob funktioniert es natürlich trotzdem. Aber eben die Definitionen sind auch wieder nur menschgemacht. Aber ich glaube, ihr habt kapiert, worauf ich hinaus will. Wir wissen einfach nicht, ist 75% mindestens leicht geschädigte Bäume schlimm? Wissen wir nicht. Es klingt jetzt natürlich so, aber das ist eine rein subjektive Wahrnehmung und das ist so der große Beschiss, wie ich finde, bei diesem Waldschadensbericht, weil dieser Hinweis, dass wir das übrigens überhaupt nicht beurteilen können, fehlt in den jeweiligen Berichten gänzlich oder er steht nur irgendwo durch die Blume irgendwo am Rande angemerkt dabei. Wie gesagt, die Zahlen sind nicht nutzlos. Man kann da einen Trend aus den jeweiligen Berichten ablesen, dass es schlechter wird. Das habe ich ja schon erwähnt. Aber man kann nicht sagen, der Wald ist 25% vom Kollaps. Selbst wenn alle Bäume Nadelverlichtungen aufweisen würden und man würde in den Wald gehen, würde er immer noch wie ein Wald aussehen. Also auch ein vitaler Wald, wie der zum Beispiel in Rheinland-Pfalz als Positivbeispiel, eines der waldreichsten Bundesländer überhaupt, wenn nicht sogar das waldreichste, da streiten sich die Gelehrten teilweise ein bisschen, mit sehr hohem Laubholzanteil und wirklich super schönen Wäldern, auch die haben eben diese entsprechenden 75% kranken Bäume, in Anführungszeichen, und trotzdem sind es wunderschöne Wälder. Jetzt können wir sagen, okay, wir kennen es ja nicht anders, weil wir ja keine Urwälder kennen, sondern eben nur die menschgemachten Forste und können daher gar nicht wahrnehmen, ist das jetzt ein gesunder Wald oder nicht? Aber, also meine Theorie, und das ist jetzt eine reine Theorie von mir und die ist auch wahrscheinlich rumgesponnen, ist, man hat schon irgendwie die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel in einem naturnahen Buchenwald steht, festzustellen, irgendwie sieht das hier richtig aus. Und wenn man dann nebendran im Fichtenacker steht, wo die Dinger in Reihe und Glied stehen, hat man auch die Möglichkeit, irgendwie so für sich selber festzustellen, so irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Und ich gehe davon aus, dass man aufgrund dieser Möglichkeit, dieser Fähigkeit schon irgendwie mitbekommen würde, wenn das Waldökosystem wirklich gerade am Verrecken ist. Und da man das nicht wirklich mitbekommt, wenn man drin steht, halte ich eben die Aussagekraft dieser Nadelverlustwerte für beschränkt. Gut. So viel dazu. Jetzt ist es ganz interessant, wenn man sich jetzt mal den Trend anguckt. Also quasi die Grafik, die ich euch gerade als Kuchendiagramm gezeigt habe, wenn man diese Form der Darstellung anwendet. Und ich habe ja schon mal erwähnt, das ist nur eine Form der Darstellung. Ich zeige euch gleich noch die meiner Meinung nach bessere, wissenschaftlichere Form der Darstellung. Das hier ist eben die politische Form der Darstellung. Und die blende ich euch auch gleich nochmal ein. Ich wollte nur einmal schnell in die Kamera gehalten haben, damit ich weiß, was ich euch jetzt nachher hier einblenden muss. Das ist für mich selber dann im Schnitt gedacht. Und zwar könnt ihr schon erkennen, wenn ihr das Ding von unten nach oben lest, also von den frühen Jahren. Hey, ich sehe gerade, der Waldschadensbericht ist genauso alt wie ich. Ist ja lustig. Also zumindest der hier aufgeführte. Naja, scheiße, jetzt habe ich verraten, wie alt ich bin.
Oh Schreck. Wie dem auch sei, jedenfalls kann man das Teil dann von unten nach oben lesen und stellt fest, der grüne Balken wird tendenziell kürzer. Dieses Jahr ist ein bisschen länger als letztes Jahr, weil es dieses Jahr wieder ein bisschen besser gewesen ist. Was paradox ist, das muss ich jetzt auch noch mal wieder kurz einwerfen als kleiner Einwurf. Es tut mir leid, wenn das Ganze konfus wird, aber nehmt zur Kenntnis, dass 2015 so eins der wärmsten und trockensten Jahre seit je gewesen ist, seit Wetteraufzeichnung halt eben, soweit wir wissen. Und das war massiver Stress für die Bäume und wir können auch überall massiven Stress für die Bäume nachweisen mit forstwissenschaftlichen Methoden. Aber interessanterweise kommt der Waldschadensbericht seltsamerweise zu ganz okayen Ergebnissen, die jetzt nicht besonders aus dem Rahmen, habe ich schon wieder Waldschadensbericht gesagt, die nicht besonders aus dem Rahmen fallen, die Ergebnisse. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben und es gibt verschiedene Erklärungen dafür, weshalb manche Baumarten gut wegkommen, zum Beispiel die Buche, die nämlich komplett nicht fruktifiziert hat. Wenn ihr keine Bucheckern im Wald gefunden habt letztes Jahr, so wie ich, dann ist das tatsächlich korrekt und kann ich hiermit jetzt den wissenschaftlichen Daumen nach oben geben und sagen, ja, es gab auch keine. Die Buche hat mal ein Jahr mit der Fruktifikation ausgesetzt, stattdessen sich ein bisschen erholt und ein bisschen Ressourcen gesammelt, um dann in ein paar Jahren wieder so ordentlich Bucheckern runterschmeißen zu können. Mal ganz einfach formuliert. Ja, also das allein ist ja schon mal seltsam. Ja, das wollte ich am Rande zu dieser Sache nochmal angemerkt haben. Also es ist seltsam, jede forstliche Zeitreihenanalyse über den Zustand der Bäume, also forstwissenschaftliche Analyse, der Zuwachs der Bäume, wenn man den auf den gesamten Wald runterbricht und so weiter und so fort, da findet man große Naturereignisse, so wie auch das extrem trockene Jahr 2003, immer als besonderen Peak in dieser Grafik, in dieser Kurve drin. Das ist also wirklich bei fast allen Dingen, die man zur Vitalität des Waldes, zur Ökologie des Waldes untersucht hat, so, dass das Jahr 2003 immer so einen Sonderposten gehabt hat, weil es halt bundesweit super trocken gewesen ist. Ich habe das sogar in meiner Bachelorarbeit auch untersucht und bin ebenfalls zum gleichen Ergebnis gekommen. Ich darf also behaupten, dass ich weiß, wovon ich spreche. Nämlich Trockenstress bei Douglasia übrigens. Im Jahre 2003 und welche Auswirkungen das auf die folgenden Jahre und die Jahre davor hatte, beziehungsweise so ein Schadereignis hat immer noch langfristige Auswirkungen. Es ist nicht so, dass ein Jahr scheiße ist und im nächsten Jahr geht es ganz normal weiter, sondern der Baum braucht dann Ressourcen, um überhaupt am Leben zu bleiben, die ihm dann in den späteren Jahren fehlen und er verbraucht sozusagen seinen Notvorrat. Man könnte sagen, der Baum ist so eine Art Prepper. und er muss dann erst wieder neu einkaufen gehen und so Sachen. Ja, also das war jedenfalls jetzt diese Kurve. Die ist wie gesagt politischer Natur und soll uns, obwohl die Zahlen stimmen, absichtlich in die Richtung trimmen, dass wir denken, dem Wald geht's immer schlechter, was auch nicht falsch ist. Aber die drückt uns mehr in die Richtung, als sie müsste. Eine neutrale wissenschaftliche Art und Weise, das Ganze darzustellen, ist nämlich nicht dieser Wert. Wir haben so und so viel Prozent Bäume, Abschädigungsgrad so und so. Wir haben so und so viel Prozent Bäume, Abschädigungsgrad so und so. Weil, wie gesagt, das ist einfach das vertäuscht die Tatsachen. Wenn da jetzt steht im roten Bereich Bäume ab so und so viel Prozent Schaden, dann wäre das potenziell möglich, dass der rote Bereich nur aus Bäumen besteht, die da so gerade so drüber sind über der Grenze und es überhaupt keine Bäume mit wirklich richtig schweren Schäden, so sagen wir 80% Nadelverlust oder Laubverlust, gibt. Das wäre möglich. Das steht in dieser Statistik eben nicht drin. Das wird einfach verheimlicht und der grüne Bereich, das sind halt dann auch wirklich nur
die untersten 10%, nur die Bäume, die wirklich überhaupt keinen Schaden haben. Der Bereich, die Spannweite im gelben Bereich und im roten Bereich ist viel größer. Wenn ihr euch jetzt nochmal diese Grafik da anschaut, dieses Kuchendiagramm, ich blende es euch nochmal ein und suche es mir hier gerade selber. Okay, sorry, ich habe jetzt gerade die Grafik, die ich euch jetzt einblenden werde, nicht auf bei meinen Unterlagen jetzt dabei, aber ich weiß noch so grob, was drin steht und deshalb kann ich das jetzt dazu auch erzählen, auch wenn ich die Grafik jetzt gerade ich selber nicht vorlegen habe, ihr schon. Und zwar steht da ja mehr oder weniger, werdet ihr da feststellen, dass eben der rote Bereich ein viel breiteres Spektrum ist und der gelbe Bereich ein viel breiteres Spektrum als der grüne Bereich. Deshalb ist es auch einfach deswegen rein mathematisch logisch, dass bei einer Gleichverteilung, wenn man annehmen würde, es gibt von 0% Schädigung bis 100% Schädigung jeweils gleich viele Bäume, dann wären trotzdem der gelbe Bereich und der rote Bereich größer als der grüne Bereich, einfach weil die Breite des Bereiches jeweils größer ist. Also diese Statistik ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man so schön sagt in der Wissenschaft, die Statistik ist eine Hure, du kannst mit ihr machen, was du willst. Entschuldigung. Ja, wie dem auch sei. Ja, wir Wissenschaftler sind auch nur Männer. Man sagt auch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist die etwas zivilere Variante, die nicht ganz so, ja, sagen wir mal, forsch mit dem Thema umgeht. Ja, also ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. So, und nachdem das jetzt geklärt ist, kann ich euch jetzt die Grafik zeigen. Und ich schreibe natürlich wie immer unten hin, wo ich die her habe und so weiter und so fort, damit das auch alles schön korrekt ist. Nämlich die mittlere Kronenverlichtung, die sieht so aus und ich blende sie euch ein. Das ist nämlich jetzt Folgendes. Das ist der Wert, den der Durchschnittsbaum an Kronenverlichtung aufweist. Und der liegt zum Beispiel, ich kann immer nur einzelne Bundesländer als Beispiel nennen. Ich weiß nicht, wo der bundesdeutsche Durchschnitt ist und es wird auch Wälder geben, in denen das nochmal schlimmer ist. Es wird auch nochmal Wälder geben, in denen das nochmal besser ist. Es wird einzelne Wälder geben, in denen man überhaupt keine Kronenverlichtung findet. Das ist ganz variabel und über ein großes Spektrum irgendwie gestreut. Nehmt das bitte zur Kenntnis, das ist bei Durchschnittswerten immer so. Aber ein Durchschnittswert ist eine viel wissenschaftlichere Darstellung als dieses total irreführende Kuchendiagramm. Wie ich ja gerade dargelegt habe. Und die mittlere Kronenverlichtung letztes Jahr in Hessen. Alle Baumarten und alle Alter beträgt nur 21%. Das heißt, jeder Baum hat 79% seines Laubes noch drauf. Das klingt irgendwie viel weniger schlimm als 75% aller Bäume sind krank. So ist es nämlich andersrum. Die Bäume sind nur 25% geschädigt. Seht ihr's? Also die Zahlen sind jeweils dieselben. Es ist dieselbe Untersuchung. Es kommt nur darauf an, wie man das dann ausdrückt, wie man das auswertet und mit welcher Grafik man es publiziert. Das ist so entscheidend bei solchen Sachen, gerade wenn du als Nichtfachmann eben drauf guckst. Mir fällt das auf, aber es kann ja keiner von euch verlangen, also die ihr jetzt eben nicht das ganze jahrelang studiert habt, dass ihr das jetzt sofort kapiert. Und das ist ja in jedem Fachbereich so, dass man da jede Menge tolle Statistiken zu sehen kommt und als Normalverbraucher eben einfach nicht beurteilen kann, wie ist denn das jetzt, stimmt das überhaupt? Diese Grafik, die ich euch jetzt hier gerade eingeblendet habe, beziehungsweise noch tue, die ist von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, also eine rein wissenschaftliche, forstwissenschaftliche Einrichtung, die nur Forschung betreibt und kein politisches Ziel hat. Die machen also Wissenschaft um der Wissenschaft willen. Da lege ich wirklich meine Hand für ins Feuer. Die jeweiligen forstlichen Versuchsanstalten, die sind absolut unpolitisch. So gut das halt eben irgendwie geht, die werden auch vom Staat bezahlt, aber... Ja, und eben von denen kommt dann jetzt dieser Durchschnittswert. Die viel mildere Variante, die viel realistischere Zahl, die besser die Zahl, die halt einfach ermöglicht, den Schaden besser einschätzen zu können. Und nicht, dass man irgendwie diese willkürliche rote Grenze, gelbe Grenze, grüne Grenze setzt, die völlig, wie gesagt, willkürlich gesetzt sind. Das ist nur Politik, das ist keine Wissenschaft. Dieser Durchschnittswert, den kann man nicht fälschen. Ein Durchschnittswert ist immer ein Durchschnittswert. Man kann höchstens noch das arithmetische Mittel oder den Median nehmen.
Aber der ist meistens ziemlich nah beieinander. Wenn man das dann noch ein bisschen beeinflussen will, dann nimmt man das, was eher in die Richtung geht, die man haben möchte. Aber das sind nur ein paar Prozente. Maximal 3, vielleicht 4 in krassen Fällen. So groß ist der Unterschied da nie. Und bei einer hohen, bei einem hohen Stichprobenumfragen ist es noch meistens viel, viel, viel weniger. Und Median und arithmetisches Mittel liegen noch viel näher beieinander. Aber oh Gott, jetzt nerve ich euch hier schon mit statistischen Details. Wie gesagt, das ist eine realistische Zahl und jetzt gucken wir uns die nächste Grafik, beziehungsweise diese Grafik halt eben jetzt nochmal genauer an. Ich habe es jetzt schon die ganze Zeit in der Ecke hängen und habe noch gar nichts dazu gesagt. Das ist der Verlauf der des Waldschadens, des Laubnadelverlustes. Entschuldigung, Deutsch ist gerade kaputt. Daran kann man nämlich dann wunderbar erkennen, dass das eben im Verlauf bei dieser Darstellung, diesem Durchschnittswert, nicht diese Kurve hier gibt. Es wird immer schlimmer, sondern es sind Schwankungen, tendenziell wird es schlimmer. Aber nur tendenziell und über das Gesamtding gerechnet. Und man kann auch deswegen erkennen, dass diese Kurve besser ist, weil sich so andeutungsweise auch so Zeigerjahre mit Umweltkatastrophe in Anführungszeichen, wie eben dem Sturm Lothar oder das Jahr 2003, da drin so ein bisschen widerspiegeln. Ja, und auch eben in dieser Form der Darstellung haben dann diese Weiserjahre, die Jahre der eigentlichen Umweltkatastrophen, auch einen Einfluss. Und zwar, jetzt guckt mal genau rein und guckt euch das Jahr 1990 an. Da gab es den Sturm Vivian Wiebke. In dem Bereich, in dem wir uns jetzt hier mit dieser Grafik befinden. Im Jahr 1990 ist noch alles einigermaßen okay, weil, wie gesagt, fehlende Bäume haben keinen Nadelverlust. Aber die Bäume, die noch übrig bleiben, sind in den Jahren darauf schwer geschädigt geworden, weil sie nur Schaden erlitten haben durch den Sturm und nicht gleich ausgefallen sind und nicht mehr mit eingezogen wurden in die Untersuchung. Deshalb steigt in den Jahren danach, nach 1990, der Nadelverlust stark an. Und das Gleiche können wir im Jahr 2003 feststellen. Im Jahr 2003 selber ist es nicht besonders schlimm, aber im Jahr 2004 und im Jahr 2005 ist dann wieder so ein höheres Plateau und da sind die Schäden dann wieder höher. Die Schäden kommen also immer erst rückwirkend und das ist auch forstwissenschaftlich bewiesen, nach einem Schadereignis, weil sich der Wald dann in dem Schadereignis selber mit den Ressourcen, die er sich sozusagen reserviert hat für solche Fälle, noch am Leben gehalten hat und in den Jahren danach dann halt eben irgendwie sparen muss und damit klarkommen muss, dass ihm jetzt seine Reserven fehlen, der muss neue aufbauen, der kann nicht so gut wachsen und er ist insgesamt nicht so vital. Das ist wirklich ein Ergebnis, was sich mit allen anderen forstwissenschaftlichen Untersuchungen gut deckt und Sinn macht. Und jetzt noch mal eine andere Überlegung. Wenn diese Grafik zur Hälfte durch solche großen Naturkatastrophen beeinflusst ist, nehmen wir die weg und gehen davon aus, dass die nicht passiert wären, hätten wir dann auch steigende Nadelverluste im deutschen Wald? Rätsel in der Finsternis. Hat dann damit der Mensch, abgesehen davon, dass er möglicherweise mit dem Klimawandel für diese Katastrophen verantwortlich ist, aber lassen wir das mal außen vor, hat dann der Mensch durch zum Beispiel weiterhin fossile Energieträger verbrauchen und weiterhin Minimum an sauren Regen produzieren überhaupt einen Einfluss auf den Nadelverlust der Bäume? Wenn ja, dann ist der wahrscheinlich nicht besonders groß, aber das ist nur wieder meine Meinung, ja? Also all diese Kritik, die ich an diesem Ding vorbringe, ist meine Meinung. Das muss nicht zwingend stimmen. Bitte macht euch selber eure Gedanken, lest von mir aus diverse Fachartikel und so weiter und so fort. Ist nur meine Meinung, auch wenn meine Meinung eine halbwegs professionelle Meinung zu dem Thema ist. Ganz interessant ist jetzt noch, um das, was ich gerade gesagt habe, nochmal zu verdeutlichen, die nächste Grafik, die ich euch jetzt einblenden werde. Und ich halte sie diesmal nicht in die Kamera, weil ich es gerade hier vor mir auf dem Schoß liegen habe. Das ist nämlich die Absterberate aller Baumarten. Und die ist erstaunlicherweise auch
perfekt auf die Jahre nach den Umweltkatastrophen, jeweils mit solchen Balken nach oben gekennzeichnet. Also das passt wie die Faust aufs Auge, da kann man richtig schön sehen, das ist eine vernünftige Arbeit, da sind die Zahlen mit der Realität wunderbar konform und da kann man sicher sein, dass diese Daten einfach wunderbar ermittelt worden sind und Statistik auch richtig statistisch, richtig wissenschaftlich ausgewertet worden sind und zwar neutral, um zu sagen, wie ist es, nicht um den Leuten Angst zu machen, dass der Wald stirbt und dass sie sich alle möglichst umweltfreundlich verhalten sollten. Was stimmt, das sollten natürlich alle Leute machen, aber ich halte nicht viel von Verarsche. Wie dem auch sei, beziehungsweise was heißt Verarsche, nennen wir es Politik. So läuft das halt nun mal. Würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn ich Politiker wäre. Bin ich nicht. Das heißt nicht mehr. Ich war mal Hochschulpolitiker. Sozusagen. Aber da verarschen wir uns auch weniger als in der normalen Politik. Obwohl, es kommt drauf an. Also, wie gesagt, nehmt zur Kenntnis, dass diese Absterberate interessanterweise im Vergleich zu dieser Hiobsbotschaft 75% der Bäume im deutschen Wald sind krank, bei so durchschnittlich 0,3% beträgt. 0,3%. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Und da wissen wir, so ein Baum, selbst wenn er Nadeln verloren hat, scheißegal, der verreckt deswegen nicht. Das ist nämlich der wesentliche Knackpunkt. Das ist auch wieder was ich im Waldschadensbericht, wenn man die Kurzfassung liest und nur die politische Variante, wunderbar eben rauslesen lässt. Das klingt so, als würde der Wald im nächsten Moment tot umfallen, in Anführungszeichen. Blatt- oder Nadelverlust ist für einen Baum überhaupt kein Problem. Das ist ein Lebewesen, das 1000 Jahre alt werden kann. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn da zwischendrin mal ein paar Nadeln fehlen. Wenn da mal die Hälfte der Nadeln fehlen, dann verreckt er deswegen auch nicht. Ein Baum ist auf Langfristigkeit ausgelegt, der stirbt wegen sowas nicht sofort. Das ist also wirklich alles mit großer Vorsicht zu genießen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eigentlich noch irgendeine Grafik habe, mit der ich das noch weiter verdeutlichen wollte. Nee, das ist es im Wesentlichen gewesen. Ihr findet nochmal in der Videobeschreibung nochmal explizit die Quellen, wo ich jetzt die entsprechenden Grafiken auch nochmal her habe, damit ihr das nochmal ja schön nachvollziehen könnt und mich auch niemand verklagt, dass ich irgendwelches geistiges Eigentum anderer Leute verwendet habe. Keine dieser Grafiken ist von mir, die Untersuchung ist nicht von mir und so gut ich es rausgefunden habe, stehen sämtliche bibliografischen Daten unten in der Videobeschreibung drin. Alles Weitere ist nun mal eben, wie gesagt, meine Meinung. Wenn da irgendein wissenschaftlich interessierter Kollege dieses Video jetzt mal sehen sollte und dann anderer Meinung ist, gerne. So, bleibt abschließend jetzt die Frage zu klären, wie schlecht geht es unserem Wald denn jetzt nun wirklich? Tatsache ist, dass es viele andere Probleme gibt, die dann übrigens in dem Artikel von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, den ich euch ja unten auch verlinkt habe und als Quelle angegeben habe, weiter unten dann auch noch aufgeführt werden. Das sind Dinge, die forstwissenschaftlich nachweisbar wirklich schlimm sind und bei denen auch ein Trend erkennbar ist, dass es schlechter wird und dass es Dinge gibt, bei denen der Wald wirklich leidet und das Ökosystem. Der BUND hat, glaube ich, gesagt, ich meine, es wäre der BUND gewesen, es war auf jeden Fall irgendein Naturschutzverband, dem Ökosystem geht schlechter als den Bäumen. Und das ist, finde ich, wirklich eine Weisheit, die man in diesem Zusammenhang gut verwenden kann. Ich bin ja kein Mitglied irgendwelcher Naturschutzorganisationen. Meistens sind mir die auch zu politisch, weil die haben ja auch das Ziel, die Leute zu sensibilisieren und denen zu sagen, dass alles schlecht ist. Aber in diesem Fall haben sie auf jeden Fall recht. Das ist tatsächlich so, dass es dem Ökosystem wegen verschiedener Stoffeinträge, wegen dem Boden, wegen chemischen Zusammensetzungen der Bodenlösung beispielsweise tendenziell wirklich schlechter geht. Also dem Wald geht es schlechter und es geht dem Wald nicht gut und es gibt einen menschlichen Einfluss darauf, dadurch, dass wir zum Beispiel durch erhöhte Stickstoffeinträge in der Luft den Wald düngen, ob wir wollen oder nicht. Das ist alles eine Tatsache. Es ist aber halt eben nicht so dramatisch, dass man sagen könnte, 75% aller Bäume sind krank, der Wald ist verloren. So schlimm ist es eben nicht. So,
Das ist, glaube ich, jetzt so das Fazit dessen, worauf ich hinaus wollte. Wenn ich dazu komme, dann wird es in nächster Zeit noch ein Video geben. Wenn nicht, dann erst in späterer nächster Zeit, wo ich dann auf die einzelnen Dinge, die tatsächlich schlechter geworden sind im Wald und über die man sich wirklich Sorgen machen möchte, noch mal genauer eingehen werde. Vergesst den oberflächlich betrachteten Waldzustandsbericht. Guckt in den Waldzustandsbericht der forstlichen Versuchsanstalten oder halt andere wissenschaftliche Institutionen und lest euch das Ganze detailliert durch und lest alles. Es kommt nämlich erst so eine Zusammenfassung der Daten, die eben diese Nadelanschauerei ergeben hat, und die sind nicht nutzlos. In dieser Variante von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt ist das ja auch wunderbar aufgeführt und da kann man schön erkennen, ja super, das deckt sich auch mit anderen Bereichen, in denen wir forstwissenschaftliche Forschung gemacht haben, und zeigt schön, dass so Extremjahre wie 2003 einen Einfluss auf die Vitalität des Waldes haben. Aber mehr halt eben auch nicht. Lest die Artikel, die drunter sind. Die sind wirklich interessant. Das sind einzelne Artikel zu einzelnen Themen von einzelnen Fachmännern, die da einen wissenschaftlichen Artikel dazu geschrieben haben und ohne Politik. Das wäre so meine abschließende Empfehlung zu dem Thema. Und wenn ihr keinen Bock habt, euch das durchzulesen, dann gibt es dazu irgendwann auch nochmal ein Video. Und ich glaube, jetzt bin ich mit dem Thema soweit durch und wünsche euch einen schönen Abend und bin ja doch noch fertig geworden, bevor es hier völlig dunkel ist. Ja gut, der Schnee hilft natürlich. Der reflektiert ja jetzt das Licht, was dazu führt, dass ich noch einigermaßen gut zu sehen bin. Oh, da hinten ist der Mond. Ja, wie gesagt, schönen Abend, macht's gut, bis zum nächsten Mal.